Was? Du schaust dir nicht jeden Monat deine Gehaltsabrechnung an und prüfst, ob die Zahlen stimmen? Okay, ich geb's zu. Mache ich auch nicht. Aber es lohnt sich vielleicht, dieses Mal zu machen. Letztens hat's mich tatsächlich gepackt und ich wollte es wissen. Und dir zeige ich hier, was ich dabei herausgefunden habe und warum es unter Umständen bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung hilfreich sein kann, die Abrechnung zu verstehen. Los geht's. Bekomme ich eigentlich Lohn oder Gehalt? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Tatsächlich sind damit zwei verschiedene Dinge gemeint. Lohn wird in der Regel gemäß einer erbrachten Leistung bezahlt. Das bedeutet, du wirst pro Stunde bezahlt oder auf Provisionsbasis. Dein Lohn kann also variieren und ist selten jeden Monat gleich. Ein Gehalt hingegen wird als fixe Summe für eine vertraglich vereinbarte Anzahl von Arbeitsstunden monatlich ausgezahlt. Du vereinbarst also zum Beispiel eine Arbeitszeit von 20 oder 40 Stunden pro Woche und erhältst dann am Ende jeden Monats eine festgelegte Summe. Dementsprechend gibt es entweder eine Lohnabrechnung oder eine Gehaltsabrechnung für dich. Da beides aber irgendwie dann doch dasselbe beschreibt, nämlich eine Abrechnung deines erbrachten Entgelts, kann man beides unter dem Begriff Entgeltabrechnung zusammenfassen. Was steht in meiner Entgeltabrechnung? Ja, mal im Ernst, das versteht doch kein Mensch. So wirkt es vielleicht, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn du weißt, was wo steht. Was auf der Abrechnung stehen muss, ist hier geregelt. Das ist die Verpflichtung eines jeden Arbeitgebers, eine schriftliche Zusammenfassung über das gezahlte Entgelt zu erstellen. Schauen wir uns das aber mal näher an. Hier oben findest du neben dem Abrechnungsmonat immer auch die Angaben zu deiner Person. Zum Beispiel deine Personalnummer, deine Steuerklasse, deine Sozialversicherungsnummer, deine Krankenversicherung, deine Steuer-ID, deine Anschrift und so weiter. Aber häufig auch zum Beispiel deine Fehlzeiten, Krankheitstage und deinen Urlaubsanspruch. Es lohnt sich, auch das mal zu überprüfen, wenn etwas angegeben wurde. Spannend ist auch die Angabe deines Eintrittsdatums bei deinem Arbeitgeber. Sowas checken Banken zum Beispiel, wenn sie eine Gehaltsabrechnung von dir in der Hand halten. Das Austrittsdatum wird nur angegeben, wenn eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses bevorsteht, bei vorliegender Kündigung oder einem befristeten Arbeitsvertrag. Darunter steht dann, wie viele Arbeitsstunden du geleistet hast und zu welchem Entgelt. Hier wird dann entsprechend der Stundenlohn oder das vereinbarte Bruttomonatsgehalt aufgeführt. Moment, Brutto, Netto, wie war das nochmal? Dazu kommen wir jetzt. Der Brutto-Netto-Gap. Ah, Zahltag ist doch wirklich der schönste Tag. Aber was du am Ende wirklich bekommst, zeigt deine Entgeltabrechnung dir. Unter dem Punkt Bruttobezüge findest du eine Auflistung deiner Bruttogehaltsbestandteile. Aber was ist das? Das ist nicht das, was du am Ende bekommst. Warum? Du bekommst am Ende nur die Summe ausgezahlt, die nach dem Abzug der Steuern übrig bleibt. Das ist dann dein Nettogehalt. Wie hoch diese Abzüge sind, ist ganz individuell und hängt von mehreren Faktoren ab. Und dazu kommen wir jetzt. Das ist erstmal zum Beispiel das vereinbarte Gehalt. Dann kommen aber noch sonstige Bestandteile hinzu, wie zum Beispiel Provisionen, Feiertagszuschläge, Urlaubs- oder Weihnachtsgeld oder sonstige Zuschüsse zu deinem Gehalt, die variabel sind oder die du mit deinem Arbeitgeber verhandelt hast. Letzteres können irgendwelche Benefits sein, vermögenswirksame Leistungen, eine betriebliche Altersvorsorge, ein Parkplatz, Firmenwagen und so weiter. Wenn du diese Summe aus allem siehst, dann freust du dich vielleicht erstmal. Aber immer ruhig bleiben, denn das ist dein Bruttogehalt, also dein Gehalt vor allen Steuerabzügen. Wie entsteht das Nettogehalt? Du siehst hinter den einzelnen Summen der aufgeführten Bezüge Buchstaben. Diese beschreiben, um welche Art von Einnahmen oder Bezug es sich handelt und wie am Ende versteuert werden muss. Ein L steht zum Beispiel für laufende Bezüge, die lohnsteuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig sind. Das sind Beträge, die quasi jeden Monat gleichmäßig ausgezahlt werden, zum Beispiel eine vereinbarte Gehalts- oder Lohnzahlung. Versteuert werden diese nach deiner oben angegebenen Lohnsteuerklasse. Wenn dahinter der Buchstabe J steht, wird so angezeigt, dass der Betrag zum Gesamtbrutto zählt. Weihnachts- und Urlaubsgeld werden mit einem E gekennzeichnet, das für Einmalbezug steht. Klar, das gibt es in der Regel ja auch nur einmal im Jahr. Die Kürzel musst du nicht kennen, aber es hilft zu wissen, was sie aussagen. Das wird nämlich dann interessant für dich, wenn du Benefits anstatt Gehalt verhandeln möchtest. Viele davon sind nämlich ganz oder wenigstens teilweise steuerfrei. Das bedeutet, sie schmälern dein versteuerndes Gesamteinkommen. Mehr dazu findest du in diesem Video. Und jetzt kommt der Teil, wo es vielleicht mal, naja, sagen wir mal, ein bisschen wehtut. Die Steuerabzüge. Bruttoentgelt, Sachbezüge und Geldwertevorteile, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen,
Zuschläge, Zulagen, Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag, die gelten natürlich nicht für alle, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung gleich Nettoentgelt. Die prozentuale Höhe der Abzüge hängt natürlich von deiner Steuerklasse, aber auch von den jeweils geltenden Beitragssätzen ab. Letztere können sich von Jahr zu Jahr verändern. Als Verdienstbescheinigung findest du nochmal eine kurze Zusammenfassung deiner Einnahmen und Ausgaben, zusammengefasst für das Jahr oder eben seitdem du angestellt bist. Das ist aber immer noch nicht das Geld, welches dir ausgezahlt wird. Das Nettoentgelt kann sich noch verändern, weil noch Nettobezüge hinzugerechnet werden. Das können zum Beispiel Zuschüsse zur privaten Krankenversicherung oder die Erstattung deiner Reisekosten sein. Diese Positionen werden nicht versteuert und werden also zur Auszahlungssumme, dem Netto, hinzugefügt. Es werden aber auch Nettoabzüge getätigt. Hier werden Positionen abgezogen, wie zum Beispiel Personalrabatte, subventioniertes Bahnticket, der Firmenparkplatz oder vermögenswirksame Leistungen etc. Wir erinnern uns, die wurden zu unserem Brutto oben auf der Abrechnung hinzugefügt und dann versteuert. Natürlich werden sie aber am Ende wieder abgezogen, da wir ja die Leistung, also den Parkplatz, das Bahnticket etc. erhalten haben. Am Ende steht dann der Auszahlungsbetrag, der auf das angegebene Konto überwiesen wird. Nutze dein gewonnenes Wissen. Was kannst du jetzt mit diesem Wissen anfangen? Du kannst zum Beispiel in die nächste Verhandlungsrunde mit deinem Arbeitgeber einsteigen. Folgende Tipps dafür. Nimm dein Brutto inklusive aller Sachbezüge, Provisionen und Boni. Das findest du ja unter Bruttoabzüge in der Abrechnung. Das gibst du mal in unseren Gehaltsplaner ein. Und damit kannst du dann ganz schnell erkennen, wie viel Luft du noch nach oben hast. Mein Tipp noch dazu, lass dein Wunschgehalt auch mal unbedingt durch den Brutto-Netto-Rechner laufen. Das ist absolut empfehlenswert. Es lohnt sich genau zu rechnen, was du am Ende von einer Gehaltserhöhung wirklich hast. Es gibt nämlich steuerfreie Sachbezüge, die du vielleicht mit deinem Arbeitgeber aushandeln kannst, wenn eine Gehaltserhöhung dir a. nicht den gewünschten Effekt bringt oder b. dein Arbeitgeber nicht auf deine Forderungen nach mehr Gehalt sich einlassen möchte. Aus Gründen. Nur ein Beispiel. Dein Arbeitgeber kann dir steuer- und sozialversicherungspflichtige Sachbezüge im Wert von 50 Euro gewährleisten. Das heißt, du bekommst 50 Euro monatlich unversteuert in Form einer Sache, zum Beispiel in Form von Gutschein oder einem Fitnessstudio-Beitrag. Unversteuert. Würdest du das in Form einer Gehaltserhöhung erhalten, also 600 Euro im Jahr mehr Gehalt, müsstest du diese 600 Euro natürlich auch versteuern. Welche Benefits das noch alles sein könnten, das erfährst du in diesem Video. Wie auch immer die Sache ausgeht, meine beiden Daumen sind für dich gedrückt und ich sage jetzt ciao und bin raus.